Hallo liebe Poké-Freunde, Obito wieder hier. Und in diesen Kämpfen kämpfe ich gegen den lieben Rufus, den Turnierveranstalter. By the way, dieses Video ist jetzt nachkommentiert, weil ja, wir haben einen Kampf gemacht, beziehungsweise angefangen. Da ist aber meine Pokémon Go-App abgestürzt und die Video-App. Und ich dachte, die Video-App läuft die ganze Zeit weiter. Und im Endeffekt habe ich 1 Minute und 15 quasi nur aufgenommen gehabt. Und ja, es ist komisch, ein bisschen nachzukommentieren, wenn man das noch nie gemacht hat und auch kein Ingame-Sound ist. Aber der liebe Rufus, unser Turnierorganisator, hat mir das quasi zur Verfügung gestellt, das hier zu verwenden, was er aufgenommen hat. Und ich habe mit Vitalis geleadet. Und er mit Machomai. Für mich natürlich richtig gut. Ich brauchte auch den Kreuzhieb jetzt nicht schilden. Davor brauchte ich keine Angst haben. Er wechselt im Mew. Da hätte ich er wechseln müssen. Da habe ich gepennt. Da bin ich aber in Grifeldis. Und habe da meinen Vorteil mit ausgespielt. Und mich hat gewundert, dass er nicht geschildet hat. Aber für mich war es im Endeffekt besser. So konnte ich ihn knapp runterfarmen. Man sieht, er brauchte noch eine Dunkelklaue im Prinzip. Beziehungsweise hat gerade den Stromschuss gehabt und ich konnte ihn aber runterfarmen. Problem war jetzt, ich wusste nicht, dass er. Beziehungsweise ich habe mir schon gedacht, dass er Beuteross dabei hat. Deswegen habe ich mir die Talis nach vorne gepackt. Und ja, dann kann man jetzt mit Beuteross gegen Grifeldis. Und ja, das tat auch schon weh. Aber das größte Problem für mein Team, meiner Meinung nach, war eigentlich Pilipper. Pilipper kommt gegen jedes meiner Pokémon eigentlich gut an. Das einzigste Pokémon, was gegen Pilipper wirklich ausrichten kann, wäre mein Grifeldis gewesen. Und deswegen habe ich auch Grifeldis in beiden Kämpfen mitgenommen. So, die Steinkante habe ich jetzt geschildert. Da kommt sein Machomai. Ich gehe auf Icy, habe natürlich auf den Schild gehofft. Und gleich tue ich was Matchentscheidendes. Also, meiner Meinung nach war das Match entscheidend. Er geht auf Kreuzhieb. Den werde ich auch schilden. Weil er hat ja erst Steinkante eingesetzt. Ich gehe wieder auf Icy und ziehe seinen letzten Schild damit. Und gleich kommt das Matchentscheidende. Er hätte wahrscheinlich mein Vitalis so sonst rausgenommen. Er geht auf Kreuzhieb und ich fange es auf meinen Knogger ab. Die Wechseluhr bei ihm war noch nicht um. Genau. Konnte ihn somit runterfarmen. Und ich habe die Attacken so getimt, ich habe bei meinem Knogger Feuersturm drauf, habe das so getimt, dass wir beim Gleichstand sind und ich weiß ja, dass Knogger den Gleichstand quasi gewinnt. Und da hat er quasi jetzt die Steinkante im Anschluss auch gemacht. Das war natürlich gut für mich. Feuersturm drückt auch gegen einen Beuteross. Er geht auf die Steinkante, nimmt damit meinen Knogger raus. Das ist aber nicht schlimm. Schlimmer wäre gewesen, wenn er runtergefarmt hätte. Wobei wäre jetzt schwer für ihn geworden vielleicht. Und so konnte ich knapp gewinnen, setze aber auch noch zur Sicherheit die Attacke ein. Den Icy. Und habe damit das erste Match gewonnen. So, das Problem beim zweiten Match. Ich hätte nie gedacht, dass er mit Beuteross quasi leadet. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich hätte nie gedacht, dass er mit Beuteross nach vorne geht, weil ich ja, zwei richtig gute Beuteros Konter habe. Grabbit und Meditalis. Und ja, mein. Ja, zuerst wollte er, wie man sieht, Aquaplup einsetzen. Das wäre für mich persönlich sogar besser gewesen für meinen Grabbit. Schade, dass er nicht sich für Aquaplup entschieden hat. Und ja, er leadet tatsächlich mit Beuteros und ich gehe mit Grifeldis rein. Ich habe gehofft, er leadet vielleicht mit Mew. Oder auch Macho.
Oder mit Pinipa wäre noch besser gewesen. Ich wechsle natürlich sofort raus, gehe in Grabbit. Und ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich habe Hyperstrahl von Grabbit weggenommen. Ich habe wieder Feuerschlag und Erdbeben auf Grabbit. Gegen Logok habe ich ja extra Hyperstrahl auf meinen Grabbit gemacht. Und das wäre gegen Rufus auch richtig gut gewesen. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Wobei, ich hätte dann schön können. Pilipa wäre bestimmt im Roten gewesen. Ja, doch, das hätte ich kriegen können. Dann. Das hätte ich bestimmt dann holen können. Mit Hyperstrahl. Man sieht ja, ein Erdbeben macht ja nicht schlechten Schaden gegen Pilipa. Hier bin ich auf Feuerschlag gegangen, um Chip Damage draufzuhauen, weil. Ja, zur nächsten Attacke wäre ich nicht gekommen. Dann gehe ich wieder mit Gefäldes rein. Mit Gefäldes war ich übrigens dann auch ein bisschen doof und gehe gegen Bolterus auf Aeroass anstatt auf Schmarotzer. Weil ich in dem Augenblick gar nicht dran gedacht habe. Da habe ich natürlich Schmarotzer gleich eingesetzt und wollte eigentlich, ja. Aber Mew ist leider hinten und Mew hinten gegen Militalis ist mies. Da hat Militalis absolut keine Chance. Er geht natürlich schlauerweise auch auf den Server. Ist ja auch alles richtig. So, hier gehe ich glaube auf den Eisdieb. Genau. Der bringt aber natürlich nichts gegen Mew. Mew hält da schon recht gut aus. Das Problem ist, die Dunkelklauen sind auch sehr effektiv gegen Meditales. Ich weiß nicht, hätte ich mir das holen können, wenn ich zweimal geschildert hätte? Ich weiß es nicht. Schwierig, weil Mew ist auch sehr schnell beim Surfer. Genau, da schildert er jetzt. Ja, wobei, doch, das hätte ich geschafft. Ja, ich hätte zweimal reinschilden müssen. Vielleicht hätte ich dann auch so viel Zeit rumgekriegt und... Ja, ich hätte wahrscheinlich die Zeit rumgekriegt und hätte wieder ein Gefäldes wechseln können. Problem ist, dann hätte er mich runtergefarmt. Genau, da setzt er seinen letzten Schild noch ein, hätte er aber nicht machen müssen. Ach ja, das war im ersten Kampf, wo ich auf Aeroass statt Schmarotzer gegen Bolterus bin. Und da sieht man auch, Steinkante tut auch ein Gefäldes richtig weh. Da hätte ich vielleicht unter Umständen noch ein Schild gebraucht. Ja, ein Schild hätte ich mir ein Schild aufheben sollen, bestimmt. Ja, im Nachhinein. Aber egal, er hat es verdient, den zweiten Kampf gewonnen. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.